Rennstall Asterblüte und besuche Kian, ein Vollblüter, der ist nominiert zum Galopper des Jahres 2020. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz fleißig abstimmt für ihn, weil im letzten Jahr durfte ich ja auch schon einen Kandidaten begleiten und der konnte dann sogar gewinnen. Also Kian ist ein totaler Kumpel, er ist immer gut drauf, er ist total lieb, er ist ein Gentleman, er ist eher phlegmatisch in der Arbeit, also manchmal denkt man sich schon, oh wei, hoffentlich wird das was, aber im Rennen zeigt er halt immer seine Leistung, hat sich ja stetig jetzt gesteigert und ja, es macht richtig Spaß mit ihm zu arbeiten. Ich zeige ihm, seitdem er zweijährig ist, er hatte einen Pfleger, der ist aber weggegangen. Zurück nach Bulgarien, dann habe ich ihn direkt übernommen und ja, wir kennen uns natürlich in- und auswendig, ich weiß ganz genau, wie er tickt und das ist man natürlich sehr verbunden mit dem Pferd, wenn man das so lange reitet und so lange kennt, ne? Also das, ja, ich weiß genau, ganz genau, wie er tickt und wenn auch vielleicht manchmal andere sagen, boah, der ist so faul, der ist phlegmatisch im Training, ich weiß, dass er das im Rennen immer anders zeigt und ja, ich habe ein großes Vertrauen zu dem Pferd, das ist sehr schön. Zwei konnten wir schon erkennen, dass er ein besseres Pferd ist und wir haben gehofft, dass es gut genug fürs Derby ist. Denn er war kein richtiger Zweijähriger, aber er hat schon zweijährig gewonnen und daher konnte man schon erkennen, dass er mehr Klasse hat als ein normales Pferd. Ich finde, das Besondere an ihm ist einfach sein Charakter, weil er alles mitmacht, weil er ein Menschenfreund ist und natürlich, er war ja auch verletzungsbedingt ein Jahr in Pause. Nach so einer Pause irgendwie so eine Leistung zu bringen und sich stetig zu steigern, das ist schon wirklich was ganz, ganz Tolles und was Besonderes. Er ist auf seiner Distanz in Deutschland bislang die Nummer 1 und ja, wie gesagt, er hat sich immer stetig gesteigert, Gruppe 2 gewonnen zum Schluss. Wir gucken mal, was dieses Jahr kommt, hoffen, dass er sich nochmal steigern kann. Ja, also insofern, ich würde für ihn abstimmen. Das ist ganz wichtig. Kian, da freue ich mich natürlich, dass er dafür aufgestellt ist. Und er ist ein tolles Pferd und ein großes Herz und hat viele Rennen gewonnen und deswegen sollte er auch Galopper des Jahres werden.